Boah, das war echt krass. War wie so ein Blindflug, so ein bisschen. Das hat mich da echt saublöd angestellt, muss ich sagen. Ich denke, das ist eine der behindertsten und dümmsten Runden, die ich jemals gefahren bin. So, wir sind hier mitten im Nirgendwo, irgendwo im Nirgendwo, um genau zu sein. Sieht fast aus, als wenn es das spanische Rijeka wäre. Nein, wir sind in Calafat. Calafat ist eine kleine Rennstrecke in Höhe Tarragona, 100 Kilometer. Danke, Steven. 100 Kilometer südlich von Barcelona. Und ich war noch nie auf der Rennstrecke, deswegen gehe ich später noch mit dem Steven raus. Der Steven erklärt mir ein bisschen, wo es lang geht. Und jetzt schauen wir mal, ob sich die Strecke hier auch wirklich lohnt. Bleibt dran. Also das ist wirklich eine heftige Strecke. Ich muss sagen, ich habe mich noch nie so saublöd angestellt auf einer Strecke, die ich nicht kenne. Weil immer die Scheitelpunkte so blind über die Kuppe versteckt und so. Und boah, das war echt krass. War wie so ein Blindflug so ein bisschen. Und ich bin auch ein bisschen verwöhnt, weil ich halt die Strecken, so viele Strecken kenne. Und auf so viele Strecken, die ich kenne, immer und immer wieder fahre und selten neue Strecken habe. Und habe ich mich da echt saublöd angestellt, muss ich sagen. Ich denke, das ist eine der behindertsten und dümmsten Runden, die ich jemals gefahren bin. Aber soll man auch mal erlebt haben, ne? Jetzt filme ich hier draußen noch ein bisschen. Es ist natürlich so, dass ich nur einen Tag hier bin, beziehungsweise eigentlich nur einen halben, so richtig. Und da macht es auch wenig Sinn, jetzt da auf eigene Rundenzeiten zu gehen. Macht wenig Sinn. Von dem her, alles gut. Es ist eine interessante Strecke, wo man auf jeden Fall mal herkommen soll. Was sagst du zu der Strecke? Ich mag die Strecke sehr gerne. Über Weihnachten war ich immer gerne hier. Ja. Das Wetter war immer super hier über die Jahreszeit. Und das Schöne ist hier, ob 1000er oder 600er macht hier kaum einen Unterschied. Okay. Sehr anspruchsvoll, gibt hier schöne Passagen. Das Omega ist sehr schön. Start-Ziel, das macht richtig Fun. Ehrlich? Wenn du da reinhalst, in die, okay, die kriegst du leicht links weg. Und dann in die 180 Grad. Dann raus beschleunigen auf die Scheißhauskurve, so heißt die wirklich, weil die Toilette da ist. Ja. Die mag ich gar nicht, 180 Grad links, die treffe ich nie. Also abfliegen möchte ich hier aber auch nicht. Nee, abfliegen will man hier nicht. Ist nicht so empfehlenswert, glaube ich. obwohl die wirklich jetzt, wo ich das erste Mal hier war, vor 6 Jahren, bis jetzt, die haben hier einiges gemacht. Ja. Wirklich, also die haben hier einiges gemacht. Die haben hier auch neue Asphaltstücke reingemacht. Ich weiß gar nicht warum. Diese Schikanen hier, 2 Stück, die haben sowohl Formel E oder sowas, die fahren hier. Okay. Das ist wirklich super hier. Cool. Ja, dann lass uns dann mal rausgehen. Nachmittag. Ja, sehr gern. Ja, alles in allem kann man sagen, es ist eine echt sehr technische Strecke, die nicht, der ist echt in sich, sehr viele Umlegphasen, blinde Umlegphasen. Und da musst du genau wissen, wo es hingeht. Ne? Und selbst auch ein erfahrener Fahrer wie ich, also der ist erfahren, ich fahre halt extrem viel. Und nicht unbedingt so schlecht. Aber zu denken, man könnte eine solche Strecke
innerhalb einem halben Tag einfach mal so lernen. No chance, no chance, überhaupt kein dran denken. Das ist echt extrem tückisch hier. Aber das reizt mich natürlich, das trotzdem zu besiegen, ne? Und heute werde ich das zwar nicht mehr schaffen, weil wir fahren jetzt weiter Richtung Aragon. Die Strecke kenne ich, da freue ich mich drauf. Aragon ist geil, das ist eins der Motorrad-Rennstrecken-Meckas, meiner Meinung nach. Und hier Calafat, ja, mit einem weinenden und einem lachenden Auge, freuend auf Aragon. Andererseits hätte ich hier schon zwei, drei Tage mal für mich gehabt, um einfach mal die Strecke kennenzulernen. Aber jetzt geht's weiter Richtung Aragon. Also, danke fürs Zuschauen.